Vertrauen im Kontext des Selbststudiums. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin Schwer. Ich leite den Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie an der Universität Vechta und die angegliederten Arbeitsstellen, zum einen das Zentrum für Vertrauensforschung, zum anderen die Sportpsychologische Beratungsstelle Challenges und zum dritten die Arbeitsstelle Lehren Digital. Welche Bedeutung hat das Selbststudium im Rahmen des universitären Lernens? Das Selbststudium nimmt einen hohen Anteil im studentischen Alltag ein und die Anforderungen an die Selbstorganisation und die Selbststrukturierung werden komplexer. Die Zunahme virtueller bzw. digital unterstützter Selbstlernangebote bedeutet zusätzliche Anforderungen an die digitalen Kompetenzen der Studierenden. Hierdurch resultierende Unsicherheiten und Gefühle der Überforderung hinsichtlich der Gestaltung des Selbststudiums können sich logischerweise ungünstig auf das gesamte Studium auswirken. In diesem Zusammenhang ist Vertrauen von fundamentaler Bedeutung. Vertrauen ist aus psychologischer Perspektive ein wirksamer Mechanismus zur Reduktion von Komplexität und zur Schaffung von subjektiver Sicherheit. Im Rahmen eines Forschungsprojektes, was durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wurde, haben wir uns mit der spezifischen Bedeutung von Vertrauen im digitalen Selbststudium beschäftigt. Wir haben ein Teilprojekt zur Untersuchung der Lebensqualität im Kontext von Homeoffice und digitalem Selbststudium durchgeführt. Dies unter besonderer Berücksichtigung der Heterogenität der Beteiligten. Forschungsmethodisch haben wir einen Mixed-Method-Ansatz verwendet, unter anderem Leitfaden, Interviews mit Studierenden und Lehrenden. Nachfolgend ein kurzer Einblick in erste Ergebnisse der studentischen Interviews. Der Aufbau von Vertrauen zwischen Lehrenden und Studierenden wird im Präsenzbereich aufgrund der direkten persönlichen Interaktion als deutlich einfacher erlebt. Der Aufbau von Vertrauen in digitalen Selbstlernsettings ist auch abhängig von den Vorerfahrungen, die Studierende mit der konkreten Lehrperson gemacht haben. Das heißt also, es sind konkrete und reziproke Vertrauenserfahrungen erforderlich. Wichtige Faktoren für Vertrauen im digitalen Selbststudium sind zum einen die wahrgenommene Unterstützung und Ansprechbarkeit von Lehrenden, zum anderen die inhaltliche Verlässlichkeit und zum dritten die organisatorische Verlässlichkeit. Gute technische Rahmenbedingungen seitens der Hochschule und Unterstützung durch Lehrende bei technischen Problemen sind zudem bedeutsam. Das Selbstvertrauen in die eigenen digitalen und lernbezogenen Kompetenzen wird zudem als essentiell für ein erfolgreiches digitales Selbststudium erlebt. Studierende sehen sich gefordert und benötigen Selbstvertrauen in die eigenen lernbezogenen und organisationsstrukturellen Kompetenzen. Ein kurzes zusammenfassendes Fazit. Reziprokes Vertrauenserleben fördert ein erfolgreiches Selbststudium. Vertrauen zwischen Lehrenden und Studierenden hinsichtlich wahrgenommener Unterstützung und Hilfestellung stärkt Selbstvertrauen. Und im digitalen Raum des Selbststudiums müssen Kernelemente des sozialen Miteinanders und des Vertrauens, also etwa fachliche Kompetenz, Unterstützung und Verlässlichkeit, gezielt gestaltet werden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Susanne Simon. Ich bin Professorin im Studiengang für Hebammenwissenschaften an der Evangelischen Hochschule Berlin und präsentiere heute zusammen mit Denise Rietzke, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im PODITZ-Projekt. Weiter.
Wir sind, sitzen nicht an gleichen Stelle, deswegen klick bitte. Genau, danke. Bei uns geht es jetzt darum, dass wir ChatGPT für das Schreiben einer Hausarbeit genutzt haben. Wir wissen, dass bereits 26% der Studierenden ChatGPT nutzen. Aber die Frage ist, wie gehen Hochschulen damit um? Und wir haben im Wintersemester erstmalig ChatGPT in einer Prüfungsleistung angewendet. Ziel war es, eine hebammenwissenschaftliche Fragestellung mit dem Einsatz von KI nach Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens zu bearbeiten. Und dafür, die Arbeit war so aufgebaut, dass praktisch zum Anfang erfolgte in der Einleitung eine literaturgestützte Hinführung zur Ausgangsfrage. Die Ausgangsfrage einer Studierenden war beispielsweise, welchen Einfluss hat Nikotinkonsum der Schwangeren auf das ungeborene Kind? Und im Hauptteil sollten dann eben neben dem theoretischen Kontext und der Beschreibung des methodischen Vorgehens 10 Kernaussagen von KI begutachtet werden. Und anschließend erfolgte dann eine kritische Bewertung der wissenschaftlichen Qualität dieses KI-generierten Textes. Und zum Schluss ging es eben um die Bewertung des Einsatzes von KI hinsichtlich der wissenschaftlichen Fragestellung. Und weiterhin wurden eben auch Konsequenzen für die Hebammenarbeit und die praktisch den wissenschaftlichen Nutzen von KI aufgezeigt. Zusätzlich gab es im Vorfeld ein Angebot für die Studierenden, an einem fakultativen Tutorium von KI teilzunehmen. So, dann würde ich jetzt einmal weitermachen. Ich muss ja einmal kurz switchen. Wir haben diese ganze Veranstaltung natürlich auch evaluiert. Und in der durchgeführten Evaluation äußerten sich 8 Studierende über verschiedene Aspekte ihrer Prüfungserfahrung. Und dabei stellte sich heraus, dass besonders die freie Themenwahl und die vertiefte Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, als positiv hervorgehoben wurden. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch ein paar Kritikpunkte bezüglich der Prüfungsleistung. Die Studierenden bemängelten vor allem den zu geringen Umfang der Prüfungsleistung in Bezug auf die Anzahl der zu prüfenden Kernaussagen. Nach Abschluss der Prüfungsleistung wurde ebenso eine Evaluation mit unseren 4 Lehrenden durchgeführt. Und die Lehrenden hatten den Eindruck gewonnen, dass die Studierenden wesentliche Einsichten zur Verwendung von KI im wissenschaftlichen Kontext gewonnen haben. Und den Studierenden fiel auf, dass KI nicht alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vollständig erfassen kann, da teilweise falsche Fachbegriffe verwendet wurden und es an der Wiedergabe korrekter Quellenangaben mangelte. Und obwohl die Kernaussagen der KI als doch sehr hilfreich und informativ empfunden wurden, wurden sie auch als sehr verallgemeinernd empfunden. Und all diese Punkte erhöhen die Wahrscheinlichkeit eben von Fehlinterpretation. Und dies kann letzten Endes dazu führen, dass die Studierenden falsche Informationen aufnehmen und diese lernen. Und wir haben uns entschieden, die Prüfungsleistung mit Studierenden des ersten Semesters durchzuführen, damit diese bereits frühzeitig an einen kritischen Umgang mit KI herangeführt werden. Und als Fazit und für die nächste Prüfungsleistung nehmen wir mit, dass die Prüfung insgesamt bei den Studierenden gut ankam. Die Anzahl der zu prüfenden Kernaussagen werden wir nochmal reduzieren auf 4. Und des Weiteren werden wir den Einsatz von KI noch umfassender als bisher in das Modul des wissenschaftlichen Arbeitens integrieren und die entsprechenden Lerninhalte auch vertiefen. Und als Limitation ist noch zu nennen, dass nur wenige Studierende an der Evaluation teilgenommen haben. Jetzt sind wir auch schon fertig. Hier sind noch einmal meine Kontaktdaten und die von Susanne Simon. Über die QR-Codes gelangen Sie einmal zu unserer Projektwebsite und zu unserer Website des Studiengangs. Und wir freuen uns, Sie am Netzwerktisch begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Herzlich willkommen heute zu unserem UFF-Beitrag. Wir sind am Bayerischen Zentrum für innovative Lehre. Mein Name ist Hanna Dölling, mit mir ist mein Kollege Jim Hirt und der stellt euch jetzt das Thema vor. Genau, weil wir haben uns mit dem Thema innovative Raumkonzepte und deren Einfluss auf die Lehre auseinandergesetzt. Und das Thema wollen wir euch heute anhand des Scale-Up-Lehr- und Raumkonzepts näher bringen. Stellt euch dafür vor, wir sind 2 Lehrende, die sich an der TH Rosenheim begegnen. Genau, eine klassische Situation, wie sie im echten Leben auch passieren kann. Hallo Jim. Hi Hanna. Na, wie geht's dir? Wie läuft's in deiner Lehre? Es geht so, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe vor kurzem auf Inverted Classroom umgestellt, bekomme es aber einfach nicht hin, meine Studierenden aktiv mit einzubinden im Präsenzunterricht. Okay, und wo bist du denn an der Hochschule, in welchem Raum? Komm, ich zeig dir den einfach mal. Das ist eigentlich ein klassischer Seminarraum. Mhm.
Okay. Ja, ich sehe schon vielleicht, wo das Problem hier oder die Herausforderung liegen könnte. Also dieser Raum ist sehr auf Frontallehre ausgerichtet. Das heißt, ich stelle mir das so vor, du gehst rein und stehst vorne und die Studierenden hören dir einfach zu. Das ist auch ein bisschen das Problem. Also, obwohl ich auf aktive Zusammenarbeit setze und auch auf interaktive Lehre setze, kommt es im Nachhinein immer dazu, dass ich vorne stehe und den Studierenden was erkläre. Komm, ich zeig dir was. Ich habe eine Idee. Kennst du schon unseren neuen Seminarraum, den Scale-Up-Raum? Für was steht Scale-Up? Student-Centered Active Learning Environment with Upside-Down Pedagogies. Und das ist ein Raum- und Lehrkonzept, bei dem es darum geht, dass die Studierenden nach dem Inverted Classroom-Modell die Lerninhalte vor der Präsenzphase sich selbst erarbeiten und dann zusammenkommen an der Hochschule und hier miteinander und mit dem Lernenden zusammenarbeiten. Ja, wichtig ist oder ein Teil des Konzepts ist, dass wir hier runde Gruppentische haben, wie auch der Tisch, an dem wir jetzt gerade hier sitzen, dass es kein Vorne und kein Hinten gibt und dass wir gut einsehbare Projektionsflächen im Raum haben. Und welche Vorteile bietet das für das Lehren und das Lernen? Auf jeden Fall unterstützt der Raum darin, dass der Lehrende, dass du als Lernperson, als Lehrperson nicht in diese klassische Rolle des Vortragenden gerätst, weil der Raum eben auch dafür nicht die Rahmenbedingungen bietet. Das hört sich ja jetzt schon mal ziemlich vielversprechend an, aber kann ein Raum so viel an meiner Lehre ändern? Genau diese Frage haben wir uns am Beispiel an der Lernforschung auch gestellt. Also was macht der Raum mit dem Lehrenden? Welchen Einfluss hat der Raum auf die Lernenden? Genau, also konkret haben wir uns die Forschungsfrage gestellt, wie der Scale-Up-Raum die Haltung, die Veranstaltungsplanung und Lehrumsetzung der Lehrenden beeinflusst. Wie sind wir dabei vorgegangen? Nun, wir haben zunächst Interviews mit Lehrenden der TH Rosenheim durchgeführt, diese transkribiert und Kategorien gebildet und anhand des ECAP-Modells und des Shift from Teaching to Learning konnten wir dann einordnen, ob die Aussagen eher einen studierendenzentrierten oder lehrendenzentrierten Ansätzen zuzuordnen sind. Dann haben wir erneut Interviews durchgeführt und eben anhand dieser theoretischen Vorüberlegungen die Kategorien Erhaltung, Veranstaltungsplanung und Durchführung gebildet und diese in Richtung der Forschungsfrage interpretiert. Was ist dabei rausgekommen? Nun, die Lehrhaltung, die sich für uns einerseits aus der Intention, die die Lehrenden mit ihrer Lehre verfolgen, aus den Erwartungen, die sie an die Studierenden haben und ihrer eigenen Rollenwahrnehmung ergibt, also aus diesen drei Aspekten, konnten wir herausfinden, dass die Lehrenden eine andere Erwartungshaltung an die Studierenden haben. Da der Scale-Up-Raum nur funktioniert, wenn die Studierenden aktiv mitarbeiten, erwarten die Lehrenden das auch von den Studierenden. Gleichzeitig, durch die Gegebenheiten des Scale-Up-Raums, und dass es kein Vorne und Hinten gibt, nehmen sie auch ihre Rolle anders wahr und begleiten die Studierenden intensiver und fungieren nicht mehr als Instruktor. Gleichzeitig nutzen die Lehrenden auch die Gegebenheiten des Scale-Up-Raums, um ihre Lehre aktiver zu planen. Unter anderem die runden Gruppentische und mehr Arbeitsfläche und auch eben der Raum, durch den die Lehrenden gehen können, nutzen sie, um aktive Lehre einzuplanen. Schlussendlich die Veranstaltungsdurchführung. Da gibt es zwei zentrale Aspekte. Einerseits, dass die Studierenden mit einer ganz anderen Haltung in den Unterricht reinkommen, weil sie wissen, sie müssen im Scale-Up-Raum aktiv mitarbeiten. Das führt zu einer natürlichen und auch aktiven Arbeitsatmosphäre. Zudem nehmen eben auch die Lehrenden ihre Rolle anders wahr und fungieren, wie bereits erwähnt, eher als Lernbegleiter. Ja, und welche Auswirkungen haben denn jetzt unsere Aussagen auf die Hochschullehre in der Praxis? Also wir haben auf jeden Fall durch die Aussagen festhalten können, dass der Raum unsere Lehrenden dabei unterstützt, konstruktiv interaktive Lernaktivitäten umzusetzen. Wichtig sind, wie gesagt, die Gruppentische, die technologische Ausstattung, dass wir hier viel Platz haben für die Studierenden und dass wir auch kooperative Lehrmaterialien einsetzen können, wie zum Beispiel diese Whiteboards, an denen die Studierenden zusammenarbeiten können und dass die Lernenden unterstützt werden, ihre Rolle als Lernbegleiter umzusetzen. Genau, indem sie eben rumgehen können und näher an den Studierenden dran sind. Genau. Aber Achtung, wichtig ist, wer lieber Vorträge hält und vorne steht, dem empfehlen wir auf jeden Fall den klassischen Hörsaal. Wow, also das hört sich ja wirklich sehr gut an. Dann werde ich auf jeden Fall meine Lehre in Zukunft im Scale-Up-Raum umsetzen. Hallo, mein Name ist Michael Bartron. Ich bin zertifizierter achtsamer Hochschullehrer an der Universität Leipzig und ich möchte
Ihnen ein paar meiner Interventionen für mentales Wohlbefinden in der Veranstaltung präsentieren. Grundsätzlich habe ich oft mit überlasteten und gestressten Studierenden zu tun und die Gründe davon sind vielfältig. Also einerseits die akademischen Anforderungen, die Mehrfachbelastung durch Job, Studium und Ehrenamt oder auch zunehmende Digitalisierung und Informationsflut. Und meine Lösung dafür ist, Achtsamkeitsübungen in die Lehre zu integrieren und mit fachlichen Inhalten zu kombinieren. Ja, hier haben Sie ein paar Vorteile aufgelistet. Der Nutzen von Achtsamkeitsübungen, einerseits Stressreduktion, Verbesserung von Aufmerksamkeit und Förderung von Arbeitsgedächtnis und gegebenenfalls kennen Sie das auch selbst, wenn Sie meditieren oder sich in Achtsamkeitspraktiken üben. Und welche Achtsamkeitsübungen ich für meine Lehre verwende, möchte ich Ihnen zeigen. Jede meiner Veranstaltungen beginnt mit einem sozialen Check-in. Die Studierenden haben hier die Möglichkeit, auf der interaktiven Präsentation ein Kreuz zu machen, mit welcher Stimmung sie im Raum sind. Damit erlebe ich, wie die Stimmung aktuell im Plenum ist und ich kann selber auch mit abstimmen und ein bisschen was zu meiner Stimmung erzählen. Eine zweite Übung ist der achtsame Dialog, der sich sehr gut mit fachlichen Inhalten kombinieren lässt. Ich gebe den Studierenden eine Aussage. Sie haben alle eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, was ihre Antwort wäre. Und dann gehen die Studierenden in einen Dialog. Eine Person spricht 3 Minuten, die andere hört ausschließlich zu und ist auch sehr sparsam mit Gestik und Mimik. Dann wird gewechselt und dann haben die Studierenden nochmal 3 Minuten die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wie war es also für Sie, wenn Sie ausschließlich jemanden gesprochen haben, der nicht reagiert? Und wie war es für die anderen, einfach nur zuzuhören? Fragen, die ich hier stelle, sind zum Beispiel, wer hat welchen Einfluss auf mein Studium oder das hat mich während einer Einarbeitung begeistert oder enttäuscht. Eine weitere Übung ist das Journaling. Da ersetze ich die Frage am Anfang durch die obere Frage. Also, wie geht es mir heute? Die Studierenden können auf einem Zeitstrahl von 0 bis 10 antworten. Und gegen Ende der Veranstaltung blende ich die untere Grafik ein, nämlich die unterschiedlichen Lebensbereiche. Auch hier setzen die Studierenden Kreuze, wo sie sich also zwischen 0 und 10 aktuell einschätzen und bekommen dann anschließend 3 Minuten Zeit, darüber zu schreiben. Was macht das mit ihnen, wo sie die Kreuze gesetzt haben, auch wie sie die ausdifferenziert haben im Vergleich zum Anfang der Frage. Und im Anschluss sprechen wir darüber, was die Auffälligkeiten sind. Häufig bekommen die Studierenden dadurch mit, dass es ihnen nicht in allen Lebensbereichen schlecht geht, sondern es unterschiedlich geortete Lebensbereiche gibt, auf denen sie sich aktuell befinden. Und das, was Sie sicherlich alle kennen, ist Meditation, also eine Meditation in Stille für 3 Minuten oder meine Lieblingsachtsamkeitsübung ist die Erfolgsmeditation am Semesterende. Dort fordere ich die Studierenden auf, mit mir gemeinsam zu meditieren und dann gehen wir gedanklich zurück ans Anfang des Semesters und schauen, was habe ich über das ganze Semester hinweg geleistet, beigetragen, an Arbeit in das Semester gesteckt. Herr Barton, bitte kommen Sie zum Ende. Ja, um diese Leistungen zu wertschätzen. Wie sollten Sie vorgehen, wenn Sie es auch einbringen möchten? Ich frage die Studierenden am Anfang des Semesters, möchten Sie gerne Achtsamkeitsübungen erleben in den Veranstaltungen? Ich platziere die am Ende der Veranstaltung, damit die Studierenden entscheiden können, ob sie noch da bleiben. Ich beginne mit kurzen Übungen und ich lege meinen Fokus auf angenehme Erfahrungen in den Achtsamkeitsübungen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag. Wir sprechen über die studentische Partizipation bei Hochschulprozessen. In diesem Fall gezeigt an dem Beispiel des Partizipationsprozesses zur Erstellung des Leitbilds Lehren und Lernen an der CAU Kiel. Ich bin Kerstin Stiewe. Ich habe den Prozess als Projektkuratorin geleitet. Meine Kollegin Jessica Heintke hat ihn damals auch als Studentin ebenfalls mitbegleitet und mitgearbeitet. Bei dem Prozess, das sind wichtigste Meilensteine, die Sie hier sehen, war die Beteiligung Studierender ganz, ganz entscheidend für uns. Es waren alle Statusgruppen beteiligt der Universität, aber es war und ist für uns wichtig, dass Studierende, gerade wenn es um das Thema Lehre geht, eben intensiv beteiligt werden können.
Ein wichtiger Part dafür war die Fokusgruppenphase, das heißt die Phase, in der die Inhalte des Leitbildes über mehrere Monate hinweg in moderierten Gruppen erarbeitet wurden und auch schon praktische Impulse für die Umsetzung der Inhalte später auch erarbeitet und diskutiert wurden. Und dabei, wie auch bei vielen anderen Abschnitten des Prozesses, war die Beteiligung der Studierenden bei über einem Viertel von allen an Prozessbeteiligten, was für uns eine sehr gute Quote war tatsächlich. Und ein weiteres Beispiel, die Schreibgruppe, die über ein Jahr lang tatsächlich die Texte erarbeitet hat und auch alle Rückmeldungen und Revisionsrückmeldungen wieder eingebracht hat darin und auch weiter bearbeitet hat, da war die Beteiligung sogar bei der Hälfte. Das heißt, die Hälfte dieser Gruppe bestand aus Studierenden. Für mich als Prozessleitung war dabei ganz wichtig, gerade die Vereinbarkeit von Studium, also von der Studienanforderung und dem ehrenamtlichen Engagement, denn das war es für die Studierenden überwiegend, gut miteinander in Verbindung zu bringen. Auch tatsächlich die Studierenden immer wieder direkt anzusprechen und als ganz wichtigen Punkt ihre Anliegen, sowohl der einzelnen persönlich involvierten Studierenden als auch der studentischen Gruppen, die beteiligt waren und uns Rückmeldung gegeben haben, sehr ernst zu nehmen. Das war auch, denke ich, eines der Erfolgsrezepte dafür. Dafür war es unter anderem auch ein wichtiger Faktor, dass für die Gruppenarbeiten, die geschehen sind in der Fokusgruppenphase und auch in anderen Phasen, immer Moderatorinnen da waren, die gut geschult und entsprechend vorbereitet waren und die dafür sorgen konnten, dass es eine gute und ansprechende, auf Augenhöhe stattfindende Arbeitsatmosphäre gab. Durch das Feedback, das wir bekommen haben und auch durch die positive Beteiligung der Studierenden, haben wir gemerkt, dass wir da schon viele gute Ansätze auch drin hatten in diesem Prozess. Natürlich ist es immer noch steigerbar. Das heißt, es gibt immer noch Möglichkeiten, es noch zu verbessern. Und darauf wird jetzt meine Kollegin Jessica Heinke eingehen, um nochmal zu zeigen, was wir für weitere Optionen zum einen ausprobiert haben, aber auch was Studierende uns zurückgemeldet haben. Ja, die Frage ist eben, wie sich diese Beteiligungsquote erhöhen lässt. Dazu ist es natürlich wichtig, sich zu fragen, was Studierende eigentlich überhaupt motiviert, bei solchen Prozessen mitzuwirken. In meinem Fall war es das Interesse daran, die Universität als Ort des Lehrens und Lernens mitzugestalten, mal etwas beizutragen und nicht nur Nutznießerin der Universität zu sein. Studentische Beteiligung ist wichtig, auch wenn wir nicht mehr primär von unserem Mitwirken profitieren, weil die Umsetzung universitärer Prozesse ja meist etwas länger dauert, als die Zeit, die wir noch im Studium verbringen. Aber dadurch, dass wir uns beteiligen, können wir die Bedingungen für künftige Studierende weiter verbessern und Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Und solche Partizipationsmöglichkeiten sind eben wichtig, auch für uns Studierende, um Neues zu entdecken, uns auszuprobieren, Sozialkompetenzen einzuüben und uns dann untereinander auch zu vernetzen. Und wir haben eben verschiedene Aspekte identifiziert, die für unseren Beteiligungsprozess wichtig waren. Und zwar ist es erstens hilfreich, Studierende auf verschiedenen Wegen anzusprechen, also über Fachschaften, universitätsinterne Gruppen etc. Zweitens war für uns auch Heinke, kommen Sie bitte zum Ende. Zweitens war die wertschätzende Beteiligung und Kommunikation wichtig. Drittens auch die curriculare Anbindung oder die Möglichkeit, ECTS zu bekommen. Und aus studentischer Sicht waren das eben wesentliche Faktoren für die Beteiligung an unserem Prozess. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Redet mit uns, muss man Lehrende zum Austausch mit Studierenden zwingen? Mein Name ist Anja Havlicek, ich arbeite an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und habe Unterstützung durch Janne Müller, die Studentin bei uns ist und uns bei dem Projekt unterstützt hat. Wir wollen im Projekt Studierende besser in die Lehrentwicklung integrieren und einbinden. Unsere Studierenden an der Uni, die haben oft das Gefühl, dass sie Lehre eigentlich nur bewerten. Sie geben also Evaluationen, Feedback per Smartphone, auf Skalen beispielsweise, aber auch in offenen Fragen. Aber was dann damit passiert, ob sich Lehrveranstaltungen dadurch weiterentwickeln, da gibt es dann irgendwie gefühlt überhaupt keine Rückmeldung. Und sie wünschen sich, dass es ein
echten Austausch zur Lehre zwischen Studierenden und Lernenden gibt, dass der etabliert wird und dass sie auch als aktive PartnerInnen in Lehrentwicklungsprozessen, in der Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen wahrgenommen werden. Unsere Idee war das, Studierende hochschuldidaktische Angebote für Lehrende entwickeln zu lassen und das als HochschuldidaktikerInnen auch anzuleiten. Der große Vorteil davon ist, dass Studierende natürlich Kompetenzen im Bereich der Hochschuldidaktik und der Mediendidaktik entwickeln dabei, dass sie die HochschuldidaktikerInnen und die Lernendenperspektive komplementieren können und aber auch zugleich selbst einen Perspektivwechsel vornehmen, indem sie eben in die Rolle von Lehrenden schlüpfen und Lehrangebote entwickeln. Wir haben das erste Mal zum Tag der Lehre der OVGU 2023 durchgeführt. Das heißt, ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung passiert. Drei Angebote sind entwickelt worden. An Angebot 1, Möglichkeiten von Moodle, haben 0 Lehrende teilgenommen. An der Kommunikationswerkstatt 3 Lehrende und am Instagram-Workshop waren es insgesamt 5 Lehrende. Unser Fazit von dieser Durchführung war dementsprechend eher ernüchternd. Wir waren niedergeschlagen und haben uns einfach gefragt, was haben wir falsch gemacht? Lag es an der Themenwahl? Lag es an der Werbung? Warum wurden unsere Angebote einfach nicht angenommen? Ja, was haben wir daraus gelernt? Offenbar sind solche Veranstaltungen kein Selbstläufer. Das hätten wir uns auch schon denken können. Wir müssen also Werbung, Werbung, Werbung machen dafür. Und zwar Werbung, die auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, nicht in den Fakultäten so kleine Plakate aufhängen, wie man das für Studierende machen würde, sondern wir haben uns überlegt, bei der nächsten Durchführung sollte es mindestens ein Plakat bei der Hauptveranstaltung vom Tag der Lehre geben, dann eine Mail im Vorfeld über den Lehrendenverteiler und wir wollen die Informationen zu den Formaten nochmal zielgruppengerechter formulieren. Und was auch sehr wichtig ist aus unserer Sicht, ist, die Studierenden besser vorzubereiten und auch zu sensibilisieren, dass da eben vielleicht nur 2, 3, 4, 5 Lehrende kommen, damit auch die Angebote dementsprechend schon mal geplant werden können. Und des Weiteren haben wir uns überlegt, dass eine Generalprobe mit Testteilnehmenden sehr wichtig ist, damit die Studierenden schon mal gucken können, wie läuft denn das mit der Durchführung und gegebenenfalls ihre Angebote auch nochmal anpassen können. Beim zweiten Mal Durchführung, das war nun mit einer neuen Studierendenkohorte in einer neuen Lehrveranstaltung, wiederum beim Tag der Lehre der OVGU 2024 wurden die Workshops durchgeführt. Workshop 1, Wer wir sind, Chancen durch Heterogenität, haben 2 Lehrende teilgenommen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Prof im ganzen Land, 5 Lehrende. Und interaktives Lernen mit H5P, ebenfalls 5 Lehrende. Die Studierenden, die wir diesmal hatten, die diesjährige Studierendenkohorte, war eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Angebot und mit der Durchführung. Eben auch deshalb, weil sie ja schon im Vorfeld wussten, dass vielleicht nicht so wahnsinnig viele Lernende kommen. Und haben das als sehr gewinnbringend für sich selbst auch empfunden. Und wir haben auch selber nochmal ein Fazit gezogen, wenn Sie also solche Angebote durchführen, entwickeln wollen, die zielgruppengerechte Werbung ist das A und O aus unserer Sicht. Aber auch Lehrende müssen eben für die Relevanz solcher studentischen Perspektiven und Angebote sensibilisiert werden. Wir wollen dazu für den nächsten Durchgang auch nochmal die Hochschulleitung ins Boot holen, ein Commitment uns abholen. Vielleicht können die auch nochmal Werbung machen, um die Relevanz nochmal zu verdeutlichen. Und ganz wichtig, die Themen müssen zielgruppenorientiert aufbereitet sein. Fazit, die Teilnehmenden haben gesagt, es ist toll, dass Studis sowas machen und es solche Angebote gibt. Und wir geben nicht auf. Wir werden versuchen, dieses Format zu etablieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert. Wir denken, dass es wirklich etwas sehr Gewinnbringendes für die Universität ist. Treten Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie Anmerkungen, Fragen haben oder einfach sich mit uns austauschen wollen. Wir freuen uns darauf. Sehr gut, vielen Dank. Dann mache ich an der Stelle gleich weiter. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Können Sie meinen Bildschirm sehen? Das wäre die erste Frage. Ich hoffe ja, habe jetzt kein Audio-Feedback. Gut, ich will mich auch recht herzlich bedanken für meine Vorrednerin, bei meinen Vorrednerinnen. Das, was ich sagen will, schließt ganz prima daran an. Um was geht es hier bei uns?
Wir haben an der Hochschule für Technik und Wirtschaft seit 2014 einen fachübergreifenden Kurs, bei dem es darum geht, im Rahmen der Lehre von Werkstofftechnik Lehrfilme zu erstellen. Das heißt, Studis erstellen Filme für Studis, höhere Semester für Jüngere. Und seit 2016 haben wir diese Filme auch als Open Educational Resources in YouTube eingebunden und alle mit einer CC BY-Lizenz versehen. Aus gebotener Kürze, also zu Peer-to-Peer oder Lehr-Lernfilme will ich eigentlich gar nicht zu viel sagen. Ich denke, da sind wir alle in einem Boot. Das ist jetzt auch eigentlich schon ein relativ alter Schuh und nichts wirklich Neues. Stattdessen möchte ich Ihnen gleich mal zu unseren Erfahrungen was erzählen, da wir jetzt ja schon einige Zeit damit arbeiten. Ursprünglich war ja auch das Ziel, wirklich eine Vielfalt von Lehr-Lernfilmen zu erzeugen. Und also sehr, sehr heterogen, divers, viele Filme und natürlich auch eine große Masse zu erzeugen. Und ja, klar, die Erfahrung hat gezeigt, dass der zeitliche Aufwand doch einfach derselbe ist. Wir hätten die Filme wahrscheinlich auch selber machen können, weil eben ein enges Coaching notwendig ist und viele Korrekturschleifen. Ansonsten, was die Medienproduktion anbelangt, ist es ganz entscheidend, wirklich alles zu reduzieren. Also die Inhalte auf Hauptaussagen zu reduzieren, die auch in Lehrbüchern jetzt so nicht vorhanden sind. Die Zeit der Filme natürlich auch, kurze Filme und natürlich kongruente Visualisierung zu erzeugen, dass das alles auch auf den Punkt irgendwie eine gute Aussage hat. Aber viel entscheidender ist das Wort. Also das Drehbuch hat eine zentrale Bedeutung und wir schreiben immer fürs Sprechen. Der Film muss eigentlich in der Tonspur komplett fertig sein, bevor wir dann auch eben erstmal zur Bildebene gehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Equipment. Die technische Ausstattung muss so einfach wie möglich sein. Also keep it simple, stupid. Die Studierenden werden ja keine Regisseurinnen oder dergleichen, sondern in unserem Fall eben wahrscheinlich eher Maschinenbauer. Zum Einsatz in der Lehre kann ich berichten, dass eigentlich immer das Selbststudium, das ist vorhin auch schon mal vorgekommen, mit konkreten Aufgabenstellungen begleitet werden muss. Also die Lehrfilme im Sinne des Constructive Alignment total auf den Kursinhalt und das Lernziel abgestimmt sein müssen. Und Praxisbeispiele immer voranstellen, sodass immer klar ist, warum lerne ich das Ganze. So, und wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die Studierenden wenden und unserem Verständnis von Lehre. Am Ende, Herr Meyer-Rothe. Ja, das also hingeht mehr zu einem Lernen, einem studienzentrierten Setting, dass diese Begriffe wie Open Source, Partizipation der Studierenden, die Integration der Perspektive der Studierenden bei der Gestaltung der Lehr-Lerninhalte im Hinblick auf Lifelong Learning, also ganz große Motivationsfaktoren sind für die Studierenden und einfach auch allen Beteiligten wahnsinnig viel mehr Spaß macht. Und so geht es mir auch. Ich begleite die Studierenden bei der Produktion in der Mediendidaktik und dann will ich nur noch sagen, hier ist unser Kanal. Schauen Sie rein, es ist alles gratis. Teilen Sie es, es ist alles Open Source. Wir freuen uns, wenn Sie das in die Welt hinaustragen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich mache schon mal weiter. Hoffe, dass funktioniert hier so. Sie sehen die Präsentation richtig. Gut, denn moin aus ursprünglich Oldenburg, jetzt gerade Kenia. Ich hoffe aber, die Verbindung hält durch. Sonst macht meine Kollegin Svea einfach weiter. Mein Name ist Nicole Geier. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Oldenburg und bin heute hier mit Svea Schumacher, die im letzten Semester ein Seminar bei mir belegt hat. Und das begann eigentlich erstmal so im Sinne des Mottos hier mit einem Anti-Tale of Tomorrow, weil ich hatte mir ganz viel vorgenommen, irgendwie generative KI mit ins Seminar zu bringen. Habe am Anfang des Semesters, das mache ich regelmäßig, gefragt, mit welchen Methoden lernen denn die Studierenden gerne. Unter anderem war eine Frage dabei, ob sie denn den Umgang mit KI in diesem Seminar üben möchten. Und die Antwort war zu knapp 80% nein. Also wirklich nein, wollen wir einfach wirklich nicht machen. Und eigentlich nehme ich darauf ganz gerne Rücksicht, was in dieser Umfrage rauskommt. In dem Fall habe ich mir aber gedacht, naja, ich probiere es jetzt doch mal aus. So kurz zur Rahmung ist erstes Semester Master Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Es ging um die Einführung ins Personalmanagement in Bildungs- und Sozialorganisationen.
Und die Studierenden hatten die Aufgabe, ein Praxisbeispiel, anhand eines Praxisbeispiels mit der KI zwei Theorien zu vergleichen, die wir zu dem Zeitpunkt im Semester noch gar nicht behandelt hatten. Ja, und jetzt übergebe ich an Svea, die einfach kurz erzählen wird, wie sie den Prozess so erlebt hat und was wir daraus gelernt haben. Ja, warum eigentlich nicht? Haben Sie sich mit 26 bereits alt gefühlt? Also ich schon, und zwar bei dem Thema ChatGPT GKI. Als ich meinen Bachelor gemacht habe, damals, da gab es ChatGPT in der Form von heute noch nicht. Das heißt, ich habe den Umgang in dieser Phase nicht kennengelernt. Ich habe ganz altmodisch meine Hausarbeiten mit Online-Büchern, Google Scholar und Word geschrieben. Als ich nun also hörte, Aufgabe mit ChatGPT, war mein erster Gedanke, keine Ahnung, was ich da machen muss. Geht das auch ohne? Und so kommen wir zu dem Ergebnis von Nicoles Befragung. Warum doch? Das Seminar hat mich also vor eine neue Herausforderung gestellt. Ein Prompt für GKI schreiben und anwenden. Während das Thema für meinen IT-Freund bereits ein alter Hase war, musste ich mich erst einmal neu reindenken und ausprobieren. Die Anleitung von Nicole hat mir dabei aber enorm geholfen. Ich kam damit tatsächlich zu einem Ergebnis. Es ist ganz schöne Arbeit, einen guten Prompt zu schreiben, damit das blöde Gerät checkt, was ich von ihm möchte. Und kontrollieren, ob das Beantwortete überhaupt richtig ist, muss ich dann auch noch. Und jetzt? Ich habe eine KI gefragt, ob sie mir einen Text schreiben kann für diesen Lightning Talk, um von meinen Erfahrungen mit GKI zu berichten. Und sie würde euch sagen, dass es ein lebensveränderndes Tool und eine revolutionäre Technologie ist, deren Vorteile überwiegen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber da es für mich bisher noch mehr Arbeit darstellt, als es abnimmt, ist KI aktuell noch nicht in meinen täglichen Gebrauch eingegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt betrachte ich meine eigene Arbeit noch als qualitativ hochwertiger. Ich sehe jedoch die Chance darin, es als Ideengenerator und somit neue Perspektive zu betrachten. Ein Allheilmittel ist es für mich bisher jedoch auch noch nicht. Und aus diesem Grund liegt das Thema für mich noch im Tomorrow. Ja, an der Stelle erstmal nochmal Credits an den KI Campus. Daher kommt nämlich die Anleitung zum Prompten, die ich genutzt habe. Ja, was habe ich als Lehrende daraus gelernt? Ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen, auch gegen den Widerstand der Studierenden. Zumindest in dem Fachbereich ist mir das arg aufgefallen. Was aber super wichtig ist, ist tatsächlich zu besprechen, wofür man die KI nutzen kann. Dass es eben nicht dieses, ich schreibe mir einen Text ist und den benutze ich entweder komplett zum Ende, Frau Geier, Entschuldigung. Oder ich benutze ihn nicht. Sondern dass es zwischen diesem Schwarz und Weiß ganz viele Graustufen gibt, wofür man die KI nutzen kann, ob es jetzt mal so als erste Ideengeberin oder Gesprächspartnerin ist, dass das ganz wichtig ist, überhaupt erstmal zu besprechen, dass es eben auch diese Einsatzmöglichkeiten gibt und dass eben tatsächlich zwischen den Fachbereichen auch bei den Studierenden ganz große Unterschiede bestehen und dadurch zumindest jetzt im Bereich Sozial- und Bildungswissenschaften eine relativ kleinschrittige Hinführung und Anleitung auch noch wichtig ist. Naja, und dass wir am Ende die Ergebnisse noch besprechen und einordnen, das ist hoffentlich zum jetzigen Zeitpunkt allen klar. Ja, vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit. Kontaktiert uns gerne bei Fragen auch über LinkedIn und dann freue ich mich heute noch mehr zu dem Thema zu lernen. Genau, dann machen wir weiter. Philipp, du fängst an, richtig? Genau, wir reihen uns direkt ein in die anderen VorrednerInnen und zwar mit der ständig organisierten Lehrtagung für Studium und Lehre an der TU Berlin. Wir beide, also Levi und ich, sind beide Studierende an der TU Berlin, wir sind beide Master und arbeiten darüber hinaus im strategischen Controlling für Lehrentwicklung. Und das Ganze hat angefangen durch eine Ausschreibung von Freiraum 2022 unter dem Titel Ständischer Think Tank. Haben wir nämlich die Klausurtagung, wie schon gesagt, die Zietner Klausurtagung für Studium und Lehre organisiert. Mit dem magst du mal weitermachen? Dankeschön. Die hat letztes Jahr stattgefunden über 3 Tage unter dem Titel Lost in Transition. Warum jetzt Lost in Transition? Und zwar haben wir nämlich auch an der TU seit 2018 ein Leitbild Lehre. Das wurde auch in Zieten, wo diese Klausurtagung schon öfters stattgefunden hat, entwickelt und soll eine Art Lehrverfassung sein für TU Berlin, ist verankert in den Curricula, in den Prüfungsordnungen und soll halt die Lehre so ein bisschen leiten. Und wir haben uns angeschaut, wo das Leitbild schon bereits an der TU Berlin integriert wird in der Lehre und wo das Leitbild Lehre aber auch konkret für Verbesserungen sorgen könnte
und dann im Endeffekt auch in den Lehr- und Lernalltag integriert werden könnte. Und als Ergebnis der Klausurtagung konnten wir eigentlich sehr viele gute Best Practices zusammensuchen, wo bereits Leitbildlehre implementiert wird, und konnten dann aber auch auf Fakultätsebene schauen, wo mithilfe des Leitbildlehre neue Projekte gestartet werden können, die dann im Endeffekt von den Teilnehmenden, die sich hier aufgelistet sehen, weiter fortgeführt werden können. Über die 3 Tage haben wir dann gesagt, hey, wir würden es schön finden, wenn irgendwie eine ständige Moderation das Ganze begleitet. Insgesamt haben wir natürlich irgendwie darauf geschaut, dass wir 16 Studierende dabei haben pro Fakultät 2. Wir hatten 9 Mitglieder aus dem Bereich der Technik, Service und Verwaltung, hatten 7 wissenschaftliche Mitarbeitende und 5 ProfessorInnen und haben es dann sehr gut hinbekommen, dieser verschiedenen Statusgruppen, Mitgliedergruppen dazu zu bringen, halt gemeinsam in ihrer Fakultät zusammenzuarbeiten und genau. Genau, und weil das so ein Erfolg war und wir mit diesem Freiraum 22 Projekt zeigen konnten, dass studentische Beteiligung auch in der strategischen Lehrentwicklung auf zentraler Ebene funktioniert, konnten wir dann weitermachen und haben dieses Jahr den Tag der Lehre an der TU Berlin organisiert. Dabei konnten wir die Themen setzen, die Inhalte setzen, die Ausstellenden bei den Ständen auf der Infomesse, die Workshop-AkteurInnen oder Workshop-ReferentInnen, und konnten so 100 BesucherInnen zu unserem Tag der Lehre, der vor 2 Wochen ungefähr stattgefunden hat, überzeugen zu kommen. Und auch da wieder eine Plattform bilden, in der sich alle Status- oder Mitgliedergruppen der Universität miteinander austauschen zu strategischer Lehrentwicklung, zu Austausch zwischen Fakultäten und zwischen Fachbereichen. Gleichzeitig aber einen studentischen Fokus dabei setzen. Dabei bei den 100 BesucherInnen fiel dann auch auf, es war der Großteil aus dem Mittelbau, aber auch einige ProfessorInnen und eben auch einige Studis, die sonst seltener beim Tag der Lehre dabei sind, weil es sich sonst immer sehr viel mehr Fokus auf die Lehrenden setzt. Aber das haben wir gelernt bei unserer Arbeit, Studis sind nun mal zentrale AkteurInnen in der Lehre und Studis sind irgendwie das, worum es im Endeffekt in der Lehre geht. Deswegen glauben wir, ein Austausch zwischen allen Mitgliedergruppen, insbesondere auch der studentischen Gruppe, ist sehr wichtig und kann auch dann tatsächlich die Universität voranbringen. Und deswegen ist unser Appell an alle hier, dass studentische Lehrentwicklung sinnvoll ist, dass sie verstetigt gehört und dass sie auch in den zentralen Verwaltungsorganen notwendig ist, wo man sonst eher weniger studentische Stellen und studentische Beschäftigte erwarten würde. Genau, deswegen ermutigen Sie bitte Studierende, in der zentralen Verwaltung aktiv zu werden. Das war es auch schon von uns. Man kann uns gerne kontaktieren. Wir sind auch noch weiter beim strategischen Controlling angestellt. Vielen Dank. Mein Name ist Carlotta Meyer und ich arbeite als Programmmanagerin der Campus Akademie beim gemeinnützigen Sozialunternehmen ACCA. Ganz kurz zu ACCA. Mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Dafür setzt sich ACCA im gesamten deutschsprachigen Raum ein und mit unseren vielfach ausgezeichneten Bildungsprogrammen Gemüseakademie und ACCA-Racker etablieren wir den Gemüseacker als naturnahen Lernort strukturell im Bildungsalltag von Schulen und Kitas und Kindergärten. Mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche haben mit unseren Programmen schon ihr eigenes Gemüse angebaut und bei ACCA arbeiten wir seit dem ersten Spatenstich wirkungsorientiert. Deshalb werden die Bildungsprogramme regelmäßig mit wissenschaftlichen Methoden analysiert. Ja, jetzt zum Eigentlichen. Ihr studiert selbst Lehramt, kennt Menschen, die das tun oder bildet angehende LehrerInnen aus. Dann wisst ihr, dass der Weg von der Theorie in die Praxis oft sehr lang und steinig ist und Bildung für nachhaltige Entwicklung, also kurz BNE, ist in unserer Bildungspolitik mittlerweile ja als Konzept und Zielbild fest verankert und sollte im Studium thematisiert werden. Bei BNE geht es aber darum, Menschen zu befähigen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und dadurch verantwortungsvoll und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und so auch aktiv und eigenverantwortlich die Zukunft zu gestalten. Wir sind der Meinung, dass eine ausschließlich theoretische Betrachtung von BNE im Widerspruch zum Bildungsansatz selbst steht. Und diesem Widerspruch möchten wir mit unserer Arbeit und diesem Talk begegnen, indem wir zeigen, wie wir zukünftige LehrerInnen für BNE begeistern,
Sie selbst praktische Erfahrungen im Sinne einer BNE machen lassen und das didaktische Know-how weitergeben. Und dass der Schulgarten ein wirkungsvoller, naturnaher Lernort für BNE ist, das wurde in der Forschung auch schon vielfach untersucht. Und auch unsere eigene Wirkungsanalyse belegt das, dass Kinder und Jugendliche durch Bildungsprogramme, durch unsere Bildungsprogramme essentielle Kompetenzen für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Handeln entwickeln. Mit der Campusakademie erleichtern wir also den Lehramtsstudierenden den Theorie-Praxistransfer und bilden wichtige Multiplikatorinnen für BNE aus. Ich möchte euch heute gerne die drei Ebenen vorstellen, die die Campusakademie ausmachen. Das ist zum einen die eigene praktische Erfahrung auf dem Acker, dann der theoretische Input durch die Lehrbeauftragten und zum Schluss der Transfer in die Praxis. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt ist es, dass wir mit den Studierenden rausgehen auf den Acker und auf dem Unigelände einen eigenen Gemüseacker anlegen. Beim Anbau, der Pflege und der Verwendung von bis zu 30 verschiedenen Gemüsearten erwerben die Studierenden so alle wichtigen, grundlegenden landwirtschaftlichen Fähigkeiten, um einen eigenen Schulacker anzulegen. Im zweiten Schritt wird die Brücke gebaut zur theoretischen Grundlage. An dieser Stelle liegt die Ausgestaltung allerdings bei den Lehrpersonen der Unis, mit denen wir kooperieren. Daher kann das variieren, ob der Schwerpunkt auf der Sachkundedidaktik oder der Theorie zur BNE liegt. Wichtig ist für uns an dieser Stelle, dass die Studierenden den Bezug zu ihrem Studienfach herstellen können. Auf der dritten Ebene fügen wir dann beide Elemente zusammen und stellen uns der Frage, wie der Acker später in den Unterricht eingebunden werden kann. Und über unsere digitale Lernplattform stellen wir den Studierenden Übungen und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die nach den didaktischen Prinzipien einer BNE entwickelt wurden. Und außerdem versuchen wir, Kontakte zu Ackerschulen herzustellen, denn eine Schulklasse auf ihrem eigenen Acker zu erleben, ist eine unglaublich prägende Erfahrung. Die Begeisterung der Kinder ist wirklich ansteckend, dem kann eigentlich niemand sich entziehen. Durch die Campusakademie habe ich verstanden, dass man keine Expertin sein muss, um einen Acker anzulegen. Man wird ermutigt, neue Dinge auszuprobieren. Das hat uns eine Teilnehmerin am Ende des Seminars gesagt und genau dazu wollen wir die angehenden Pädagoginnen ermutigen. Wir können Veränderung bewirken, indem wir ins Handeln kommen und ein Acker macht BNE erlebbar. Ich freue mich, weitere Ideen kennenzulernen, wie BNE praxisnah in die Lehramtsausbildung integriert werden kann und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.